Ein fröhliches Uka Buka Oba da! Hier zurück zu Super Mario Odyssey. Ja. Wir haben ein bisschen rumgeforscht und gemacht und jetzt in der allerersten Welt. Wir haben rausgefunden, die ist doch ein bisschen größer als wir gedacht haben. Ne, es ist die zweite Welt übrigens. Ich laber hier nur Mist. Haben die alle Münzen gesammelt und werden jetzt mit den Trophäen hier abhauen und dann werden wir uns die nächste Welt angucken. Hier dieses Forstkönigreich da, dieses Forstland. Bringt das ja was? Ja, ich habe genug Monde, danke. Das weiß ich dann wohl auch. Wie lange haben wir denn? 92. Boah. Nee, warte mal hier. So. Auf ein anderes Land? Natürlich. Also hier ins Forstland werden wir dann gehen. Und zwar jetzt. Ihr seid da live dabei. Und ich freue mich da natürlich wieder drauf. Geil. Ja, da war dieses komische Inselchen, auf das man nicht drauf kam. Gut, dann gucken wir mal. Ich bin da auf die Verkleidung gespannt. Ich bin da auf die Machart gespannt. Ich bin da wirklich auf alles gespannt. Und ob ich wach bleibe. Ob ich wach bleibe bei der Session. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir hier ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, rolle vorwärts. Wenn du etwas zügiger vorankommen willst oder einfach einen Hang hinabschellen möchtest, dann duck dich und drücke Y und du kannst vorwärts rollen. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Unser nächstes Ziel ist das Forstland. Das soll es ein Riesengewächshaus voller Blumen geben. Außerdem gibt es dort ein berühmtes Blumenarrangement. Nett. Ich habe jetzt gerade gecheckt, ob ich das Wort richtig vorgelesen habe. Scheint so zu sein. Forstland, Robohain. Jo. Sieht ja schön aus. Wahrscheinlich wieder zuerst hier alles auf dem Weg und dann die Typis mitmachen. Fahrt zum Himmelgarten. Da geht's also lang. Okay. Die laufen da ja. Warte mal, hörst du das? Machen die da Party? Guck mal, hier ist direkt was. Lecker lila Münzen. Direkt am Start versteckt. Ist immer dasselbe mit den Leuten hier. Und sind auch noch lila Münzen. Ist schon wieder so ruhig. Warum ist hier denn so ruhig? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht. Wieder keine Musik hier am Start. Aber wir watscheln hier trotzdem. Ja, frohen Schrittes und schön unterhalten durch, nicht wahr? Was haben wir denn da unten? Ich erstmal da oben lang? Weiß jetzt nicht. Oh, komm, ich mach das mal fertig hier. Das mache ich jetzt fertig. Wenn ich mal etwas angefangen habe, dann kann ich natürlich auch nicht hier aufhören wieder. Dann muss ich es auch weitermachen, ne? Chup, 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 chup. Es vibriert. War das nur, weil ich mit Mario aufgesprungen bin mit dem Jump? Anscheinend. Gut, hier gibt es wieder lila Münzen. Uaaaii. So willst du dem. Oh, schon wieder so ein Block. Ich mag diese Blöcke nicht. Warum? Vielleicht muss man da ja irgendwie auch ein gewisses Kostüm für haben. Hier leuchtet's. Hier gibt es Münzen dafür. Vielleicht braucht man da irgendein gewisses Kostüm, was man später freischalten kann. So, hier habe ich irgendwo noch lila Münzen gesehen. Da hinten sind die. Hinter diesem Bäumchen. Katte meinen, der hieß Bäumchen. Da ist immer noch Bäumchen, ne? Ist ja dumm, wenn man sagt, der hieß. War's das denn aber dann hier schon am Anfang? Ich weiß, es ist wahrscheinlich ziemlich langweilig, hier den Anfang zuzugucken. Aber macht ja nichts. Wollen das Spiel ja erkunden. So, was macht ihr da? Was treibt ihr da? Macht ihr Party? Fett Party? Ich kann mich vor lauter Aufregung nur noch wie verrückt im Kreis drehen. Ja, dann macht das doch. So schön. Ein Handlanger des Ungeheuers stiebitzt unsere Blumen. Unerhört. Ein unidentifiziertes Objekt ist vorbeigeflogen. Hauptsache, die feiern hier wieder. Jo, den ersten Mond gibt's da wahrscheinlich wieder geschenkt. Ja, yep, gibt's auch. Oh, hier. Was ist das denn? Geiles. Ja. Die sind ja blau in der Welt.
Finde ich auch schön, dass es immer so ein bisschen Unterschiede gibt mit den Mondfarben. Shopping im Robohain. So. Ja, das Labor-Outfit. Laborvisier. Mhm. Schön. Und dann haben wir hier noch das Zeug. Oh, hier gibt es ein paar mehr lilane Münzen. Ja, ja, ich komme wieder vorbei. Aber erst will ich mir das hier noch angucken. Eine Mechaniker. Jo, warum denn eigentlich auch nicht? Ziehen wir das doch gleich mal an. Dann haben wir noch einen. Hier der Höhlenmensch, der passt irgendwie nicht dazu. Irgendwie nicht so ganz, ne? So. Boah. Geil, Mario. Richtig geil. Und die Mütze noch falsch rum an. Das ist ein richtig cooler Mechaniker. Was hast du? Kennst du dich schon mit Amiibos aus? Du könntest versuchen, gedrückt zu halten und mit deinem Amiibo auf den Kontaktpunkt zu berühren. Du wirst es nicht bereuen. Bitte deaktiviere den Flugmodus. Ja, ich habe den Flugmodus an. Flugzeugmodus. Da ist das halt so. Werden wir die Amiibos eh wann anders testen. Kann man die Amiibos eigentlich im Flugmodus automatisch ein- und ausschalten? Also, ich meine jetzt die Amiibos getrennt von allem anderen. Ist hier was? So ein Wasserfall, der ist immer verdächtig. Ah, guck mal, da ist noch so ein Rätselding. Hallo? Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Was ist das, das das Ungeheuer in diesem Land begehrt? Die Blumenmühle hier. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Die Blumen will er doch hier haben. Das ist doch sonnenklar. Aber da geht's jetzt schon Richtung da, wo wir hin müssen. Ich will da eigentlich da hinten noch ein bisschen gucken. Will da nicht sofort vor... Aha, guck mal da, da sind noch mehr lila Münzen. 15 haben wir. Brauchen, glaube ich, auch insgesamt nur 15 für das ganze Outfit hier, oder? Für das Weltspezifische. Und das bringt uns ja immer weiter eigentlich. Ja, sehe ich richtig. Dann setzen wir doch das an. Dann haben wir kurz den Mechaniker gesehen. Und jetzt gucken wir uns hier den Abenteurer an. Abenteurer Mario. Jetzt umziehen. Nur in deinem Kiosk. Nee, natürlich nicht. Geiler Dude. Boah, immer um diese Gennerei hier. Das ist echt nicht mehr schön. Ach, hier geht's sonst nicht. Hier geht es sonst nicht mehr weiter. Gut. Dann ist das natürlich was ganz anderes. Kann natürlich sein, dass hier noch irgendwo fies was versteckt ist. Gut, hier in den Münzen. Hier die lila Münzen hatten wir. Gut. Dann geht der Abenteurer mal hier seine Wege. Gucken wir uns mal um. Ah, ich mag dieses Design irgendwie. Was mir so ein bisschen fehlt, ist echt so ein bisschen die Musik. Aber das Design ist echt ganz cool. Kann man hier kreisen lassen. Geiler Cappy. Oh, hier kommt die Musik. Da haben wir sie gefordert und da ist sie. Das wird wahrscheinlich nach dem Boss sein. Hui! Oh. Schönen Beat. Überlass das Gift mir. Mache ich, Cappy. Wir sind ein Dreamteam. Hey! Gar nicht mal so leicht hier so auszuholen mit den Joy-Con, weil ich da sonst immer das Mikrofon treffen könnte. Wenn ich so nach links oder rechts schwenken muss. Ah, guck mal, wie zufrieden der ist. Da geht ihm einer ab, ne, wenn er sauber machen kann. Schön. Würden nur alle Menschen so denken wie er. Gibt's hier 150 von den Dingern? Nice. Hinten ist noch was Spannendes. Das ist so, na, da ist schon wieder so ein Vogel, der Tipps gibt. Aber die will ich jetzt noch nicht. Will ich erstmal so alles so weit finden. Oh. Aha. Und sag mal, machst du blöd? So. Hier kann man lang. Wo will ich denn jetzt? Ah, da will ich lang. Ja, hier geht alles kaputt. Und da ist ein Mond. Die Nuss um die Ecke. Tatsächlich, hier die Nuss um die Ecke. Gut, dann können wir hier wieder zurückwatscheln. Dok, 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 renn, renn, renn. Schön. Ah, der nervt. Warum ist der denn so nervig? Sechs. Sechs, nee, 100 Münzen gibt's hier. Soll ich natürlich auch noch gucken, was hier in den Blöcken drin ist. Oh, ey, Junge. Zack. So. Hast du jetzt echt mal davon. Gut. Hätten wir das. Da unten ist noch was.
gibt's noch Münzen. Muss man aber schnell sein. Aktivieren wir das mal. Sollen wir das behalten? Nee, das werden wir weg hier. Gucken wir uns hier mal im Wasser. Ah, da ist eine Röhre. Seht ihr das? Da gibt's noch ein bisschen Cash. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir alles mit. Du, 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 du. So, einmal kurz Luft holen. Und runter. Wo führt uns dieses Ding dahin? In eine Wasserpassage, die immer wechselt. Schön. Gut, will ich jetzt da oben hin? Da müssen wir nachher gut die Augen aufhalten, wo das uns denn noch hinführt. Nicht in die Mancha, bitte. Die Münzen da unten. Irgendwo was ist, wo ich durch kann. Sag da mal Bescheid, ne? Nee, Spaß, kann er nicht. Hier ist aber was. Kann ich nur... Seht ihr das? Na, wie gemein. Da ist ein Mond. Schönen Wandsprung gemacht. Überflutete Rohre. Mein Geheimnis. Ups, an euch vorbei. Da sinkt er nicht schnell genug ab. Der sinkt halt normalerweise, wenn ihr 2D Marios gespielt habt, dann sinkt er halt automatisch so schnell ab, wisst ihr. Macht er jetzt hier nicht. Hier bleibt er so ein bisschen. Ja, hier will ich durch. Hier will ich eigentlich... Oh je, oh je, oh je, die Mancha. Wenn die Mancha uns jetzt hier nerven... Da kommt ihr nicht hin. Ich muss jetzt aber da... Schnell, schnell, schnell. Ups. Oh. Haben wir das auch gelöst. Unterwassertunnel. Und Leben wieder voll. Nach jedem Mond kriegen wir das Leben wieder voll. Das ist ja interessant. Das ist mir bis hierher, ehrlich gesagt, doch nicht aufgefallen. Oh, guck mal da, da sind noch 3 lila Münzen. Genauso wie hier noch 4 sind. Hopsa. So. Das kann man bestimmt auch hochklettern, ja. Ich will ja mal dahin. So, wir nehmen hier alles mit. Nichts lassen wir hier liegen. Zumindest das, was uns vor die Finte kommt. Au! Kann man hier so ein bisschen... Ah, Mensch, ich bin aber auch ein bisschen unvorsichtig gerade. Nein, friss ihn doch nicht. Das kann ich nicht machen. Oh, gestorben. Bin zu unvorsichtig mit diesem Gift hier. Zieht das immer ab? 10? War das richtig? Gut. Dann nochmal. Wir sind ja fröhlich dabei. Die Musik hier ist auch irgendwie geil. Die hat so ein bisschen was Groovy-mäßiges irgendwie. Warte mal so, ich mach das jetzt erstmal gerade. So, bitteschön. Einmal für dich. Dann nicht ins Gift. Du weg. So. Dann du. Dann kann man hier ein bisschen aufräumen. Da hinten lang gehen. Was ist denn da? Oh. Da wartet auch ein Cooper. Aber ist noch zu. Wahrscheinlich bis der Boss fertig ist. Nee, geht auf. Ein Hammer, Bruder. Bist du freundlich? Frage ich überhaupt so blöd. Ohne Hut. Hammerbruder Bosskampf. Gut. Gibt einen Mond für so einen Hammerbruder. Nur weil man den Mond, nur weil man die Mütze hier nicht benutzen kann. Okay. Gut. Dann war das so. Feuer in der Höhle. Schön. Bin immer noch begeistert. Macht immer noch wahnsinnig viel Spaß. Hey, vergiss mich nicht. Und sind die alle wieder da? Oh Mann. Mag die nicht, die machen halt das Gift neu. Wisst ihr, das ist das Problem. Und da ich so einen kleinen Putzfimmel habe, mag ich das Gift hier nicht haben. Zumindest mal das weg, was wir machen können. Nee. So. Hier gibt's nur Münzen, ja. Guck mal, da ist irgendwas. Oder wachsen die da neu? Nö. Weil wer weiß, vielleicht ist da irgendwo eine Stelle, die dann leuchtet, wisst ihr? Und dann kann man da drunter. Also ich würde sowas verstecken, wenn ich Entwickler wäre, aber ich bin auch gemein. Upsa. Gut, kein Gift an dieser Stelle. Ach, komm schon, spring doch da drunter. Was ist das denn?
Hier bestimmt noch irgendwas. Nö, nö, doch nicht. Und hier, irgendwo was drin versteckt, was Gemeines. Auch nicht. Jetzt sind sie aber fair. Verstehe ich gar nicht. Kann man ja nur fair sein. Das haben wir schon. Ja, warum gehe ich denn da? Egal. Machen wir es halt so. Machen wir das halt so. Das wäre dieser Blumentopf. So, jetzt brauche ich dich. Hopsa. Ja, dich mache ich erstmal. Du machst mich erstmal halb kaputt. Oh, komm schon hoch. So, jetzt nervt er aber richtig. Jetzt nervt er. Oh, geh weg. Geh. Bloß weg. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Hier schieben wir das hoch. Da ist bestimmt auch noch was. Nee, nicht. Gut. Machen wir das hier alles kaputt, aber nicht. Ja, nicht komplett, damit ich hier noch weiter hoch kann, ne? Was ich jetzt nicht mehr kann. Kann ich denn den hier capturen? Dann nervt er. Ja, schön. Dann nervt er nämlich nicht. Gut, da muss ich dann nachher nochmal rein. Auf jeden Fall muss ich da rein. Da oben ist bestimmt was. So, das kann ich hochschieben. Hopsala. Hier kann ich jetzt alles gefahrlos kaputt. Ne, kann ich nicht. Ich will nämlich noch die Münzen. Seht ihr das? Jetzt kann ich es kaputt machen. Hey. Stopp, 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 stopp. Nö, doch nicht. Gut. So. Hier leuchtet irgendwas. Oh, ein Herz. Echt? Danke, das ist aber lieb. Das ist aber echt lieb. So. Und jetzt will ich aber eigentlich wieder da zurück. Und zwar. Da muss ich hin. Da bin ich. Da will ich hin. Tut mir leid, wenn ich es gerade wiederhole. Aber da muss ich unbedingt hin. Bislang noch ohne Schnitt geschafft. Ganze. Ja, aus dem Weg. Aus dem Weg, danke. Hier nehmen wir jetzt mal eine Abkürzung. Da habe ich eben lang genug rumgespielt. So. Upsala. So, und du bist jetzt mein. Upsa. So, und jetzt hätte ich gerne noch Folgendes. Ich hätte gerne noch einmal hier. Das da. Da noch irgendwas. Da ist nichts mehr. Gut. Dann will ich aber jetzt definitiv dahin und nicht mehr nochmal da abstürzen. Und zwar gehe ich hier lang. So. Hier ist eine Nuss. Und hier ist ein Mond. War irgendwie klar. Die Nuss im roten Labyrinth. Da oben gibt's Münzen. Da oben gibt's Münzen. Tok, 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 tok. Ist das Ding so hässlich, oder? Mit Schnurrbart hier auf jeden Fall. Upsa. Ja, kein Problem, mache ich mit links. Mache ich doch mit links. Ah, da kommt schon wieder ein neuer. Gut, das ist halt, falls wir hier irgendwie den verlieren sollten. Dann muss der uns wieder helfen. Das haben wir. Das hätten wir soweit. So, weg. Erstmal die ganzen Kleinen hier weg. Die nerven nämlich ganz schön. So. Dann mal den letzten. Räumen wir hier mal ein bisschen auf. Hopsa, seitlich bitte. Oh, immer dieses ruckartige. Da wird ja noch schlecht. Guckt euch das mal an. Noch was entdeckt. Ist aber auch hier natürlich ganz schön gut gemacht. Aha. Ich staune nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. So viele Geheimnisse, alles was man so übersehen kann eigentlich auch. Noch so eine Nuss. Was ist nochmal eine Nuss hier so? Die Nuss in der Sackgasse. Ja, hier scheinen die Nüsse, scheinen so volle Möhre das zu sein, was verlangt ist. Gut. Hätten wir die auch, diese Nuss. Dann gehen wir zu der Piranha-Pflanze, zu der wir eigentlich die ganze Zeit wollten. Jetzt sind die wieder da, die Kollegen. Nee, du spuckst gar nicht erst.
So, kannst du was? Stampf! Nur eine Stampfattacke, echt. Gut. Dann eben so. Das hätte man auch von da gesehen. Und ich dann nachher nicht wieder an irgendwelchen Orten was versteckt, was wir schon mal gesehen haben. Wäre ein bisschen ärgerlich. Der Pfad zum Himmelsgarten. Gut. Schön. Powerschalter. Blumendiebe im Himmelsgarten. Jetzt geht's wieder zu den Karnickeln, ne? Da muss ich hin. Okay. Gut. Und diesen Schalter hier, Freunde, betätigen wir im nächsten Part. Ups. Da ist hier schon mal was passiert. Der verschwindet wieder. Seht ihr das? Ja, was ein Fail. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert mich, dann werdet ihr kein Video mehr verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.